meines Lebens so zubringen. Denn ich müsste andauernd Angst davor haben, dass mich die Vergangenheit in Wirklichkeit langsam wieder einholt. Und dann noch immer zu dieses Schuldgefühl. Nein, nein, ich will einen neuen Start. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Wir brauchen nur etwas Geduld. Ich will endlich ein Leben, ohne mich dauernd fürchten zu müssen. Schon als ich ein kleines Kind war, habe ich mich dauernd gefürchtet. Ich hatte fürchterliche Angst davor, dass ich mich in der Schule falsch verhalten könnte, dass ich mich blamiere. Der Gedanke verfolgt mich. Ich möchte endlich ohne Angst leben können. Ich möchte einfach das Gefühl kennenlernen, wie es ist. Wie es ist, mit jemandem zu leben, ohne die ständige Angst vor der nächsten Katastrophe. Das ist nicht gut für mich. Und genauso wenig für dich. Du bist der einzige Halt in meinem Leben. Im Gegenteil. Weil ich nämlich immer auf einen Rückfall warte, so ist es bei meinem Vater damals auch gewesen. Versteh doch, diese Angst wird immer zwischen uns stehen. Und das wird uns beiden nicht weiterhelfen. Ich schaffe es nie ohne dich. Ich brauche dich und ich brauche mein Kind. Und ich muss wissen, dass ich es für meine Familie tue, denn ich wüsste nicht, für wen sonst. Du kommst nie davon los, wenn du es nur für uns tust. Denn wir können dir nicht dabei helfen. Sondern du musst die Verantwortung ganz alleine übernehmen. Und ich werde genau dasselbe lernen müssen. Aufgewachsen. Er heißt Quinn. Was wollen Sie damit sagen? Rufen Sie doch in Santa Barbara an. Verlangen Sie Robert Barr. Er ist bestimmt da. Nur ich kann es wohl kaum sein. Dieser Quinn ist Ihr Bruder? Er tut, als ob er Robert Barr wäre, damit er an Kennys Geld kommt. Zu glauben, oder? Sie haben mich gefangen gehalten. Wer hat Sie gefangen gehalten? Quinn. Und Flame, seine Komplizin, nennt sich sonst wohl der Ballon. Sie hat eine richtige Gefängniszelle im Keller ihres Hauses. Sie hat mich da gekidnappt. Und hielt mich da gefangen. Doch ich konnte fliehen. Ich wollte Kelly die Wahrheit sagen. Aber bevor ich überhaupt sprechen konnte, haben sie mich schon wieder eingefangen. Flame brachte mich dann aus Santa Barbara weg. Und hier erzählten sie mir auch von der geplanten Hochzeit. Ich konnte nochmal fliehen. Aber ich war einfach zu schwach. Denn niemand daran gedacht, ihnen vielleicht irgendwie zu helfen. Nein. Und was ist mit dieser Frau, die vorhin hier gewesen ist? Sollte sie nicht wissen? Ach, die hat mir hier so ein merkwürdiges Zeug eingeflößt. Und jetzt ist sie losgegangen und wird noch mehr davon. Sehen Sie mal. Lass es mich nachsehen. Ja, hier, die helfen ihnen. Vielleicht ein bisschen. So, zwei Aspirin, danach wird das Fieber runtergehen. Sagen Sie mir,
zuschütteln. Wir müssen uns beeilen. Du willst also erreichen, dass man Kelly entmündigt? Jetzt hör mal zu, dafür gibt es einen sehr guten Grund. Denn wenn es bewiesen ist, dass Kelly nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist, dann hättest du endlich alle Vollmachten, und zwar vor allem die finanziellen. Dann nimmst du deinen Anteil und gibst mir meinen. Und dann haben du und ich endlich den Lohn für die Arbeit der ganzen letzten Monate. Und ob das mein Ernst ist? Ich sollte mal für unzurechnungsfähig erklären lassen, denn du meinst, ich würde bei diesem Plan mitmachen. Du hast keine Wahl. Ach nein, du wirst jetzt hier verschwinden und nimm deine kleinen sadistischen Tricks gleich mit. Oh Quinn, du willst tatsächlich deine Flitterwochen jetzt schon abbrechen und lieber ins Gefängnis gehen? Aber gerade jetzt braucht Kelly dich mehr denn je. Sei du bloß still, ich fürchte deine Drohungen nicht. Na gut, dann warte einfach ab, was die Polizei sagt, wenn sie gehört hat, was ich so weiß. Dann erfährt sie natürlich auch alles, was du getan hast, und du kriegst deine Zelle gleich neben mir. Du denkst wohl, du kannst mir Angst machen. Schlimmer als hier kannst du im Gefängnis nicht werden. Du musst aufpassen, Flynn. Oh, du bist verärgert. Ich störe in deinem kleinen Liebesnest. Und du hast mich dafür. Weißt du eigentlich, was für ein Monster in der Zwischenzeit aus dir geworden ist? Ich bin das, wozu du mich gemacht hast. Ich war früher kein Monster und du warst verrückt nach mir, weil ich so schön war. Doch das ist vorbei. Ich stehe dir im Weg. Da kommt mir eine Idee. Jetzt hör erst mal zu. Denn weil ich sehr vorsichtig bin, habe ich ein Schriftstück hinterlegt und dazu die Anweisung gegeben, falls ich mich nicht regelmäßig melde, soll man es öffnen. Und in diesem Brief steht wirklich alles. Also pass bitte auf, Darby. Lass das ist eher schon. Wir sprechen uns später noch, wenn du ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt hast. Ich dachte, es sind vielleicht die Leitungen. Das würde ja auch die Geräusche erklären, die du gehört hast. Oh, jetzt denkst du wohl auch schon, ich spinne und höre Geister. Wie kannst du sowas sagen? Oh, es ist wegen Eden, aber ich rege mich über sie auf. Weißt du, dass sie vorhat, bei uns einzuziehen? Ja, ich weiß. Hättest du aber vielleicht zuerst mal mit mir sprechen müssen? Naja, ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. Robert, ich will das aber nicht. Ja, ich weiß. Das ging mir ja zuerst auch so, bevor ich nochmal nachgedacht habe. Da muss ich nicht nachdenken, Robert. Eden ist ein Mensch, der mich wütender macht als sonst jemand auf der Welt. Und ich verstehe nicht, wie ihre Anwesenheit mir irgendwie helfen soll. Du weißt ja, dass sie dasselbe durchgemacht hat wie du. Und ich glaube, diesen Vorteil dürfen wir einfach nicht von der Hand weisen. Gut, wenn du meinst, so eine Erfahrung könnte helfen, dann müssen wir uns trotzdem. Ja, schon, das ginge natürlich, aber es dauert doch Wochen, bis du zu jemandem so eine Beziehung findest wie zu Eden. Robert, was haben wir denn für eine Beziehung? Zwischen uns herrscht beiderseitige Abneigung. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich zugebe, wie ich fühle. Ja, aber sie kennt dich wie sonst keiner. Sie ist eben deine Schwester. Das ist ja auch bloß natürlich. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber obwohl ihr beide euch so fremd geworden seid, denke ich, und ich glaube, sie meint es wirklich ernst, lass dir wenigstens dieses eine Mal von ihr helfen. Sie kann es vielleicht, also lass sie doch bitte nur dieses eine Mal. Nein! Na gut. Ja, wenn du das sagst. Verstehst du denn auch wieso nicht? Natürlich verstehe ich das. Ich dachte nur, wir lassen sie einfach mal hier bei uns wohnen, nur versuchsweise. Nach ein paar Tagen sehen wir ja, ob es dir hilft oder sie zieht wieder aus. Ich will doch, dass du wieder laufen kannst. Und zwar so schnell es geht. Und ich denke, dass es vielleicht mit Edens Hilfe unter Umständen doch schneller geht, als wenn dir jemand hilft, der dir eigentlich völlig fremd ist. Möglicherweise habe ich Unrecht, aber... Du irrst dich, glaube ich. Ja, weißt du, eigentlich... es gibt noch einen Grund dafür, dass sie hier bei uns einziehen soll. Ich gebe es hier zu. Welchen? Es wäre für mich eine große Genugtuung, wenn sie hier bei uns wäre und mit eigenen Augen sehen könnte, wie eng wir zusammen sind und wie sehr wir beide uns wirklich lieben und wie sehr sie sich geirrt hat. Das
sicher nicht funktionieren, wenn nämlich Eden niemals zugeben wird, dass sie sich geirrt hat. Du musst wissen, Eden macht nie Fehler. Was für dich gut ist, muss letztendlich du selbst ist. Okay. Ich denke drüber nach. Ja, gut. Ich. Ich lasse dich jetzt ein bisschen allein. Du bist auch nicht so begeistert davon, dass Eden hier einziehen wird. Das macht es mit Sicherheit ein bisschen schwieriger für mich, aber das war dir doch klar, oder nicht? Deswegen hast du dich ja durchgerungen und rollst dir den runden Teppich aus. Nimm doch die Herausforderung an. Und ob ich das tue? Du kannst versuchen, was du willst. Aber es läuft trotzdem alles wie geplant. Du kannst mich nicht mehr aufhalten. Was hast du denn nur? Wir waren wieder nur in zwei Bars. Zwei Bars sind auch genug für mich, Brandon. Mehr schaffe ich nicht. So geht das auch nicht, ist doch klar. Ich sag die ganze Zeit, dass du dich mal ausruhen musst. Geh jetzt ins Bett und wir suchen morgen weiter. Mann. Brandon, du musst das jetzt endlich verstehen und ich will auch keine Debatte mehr darüber. Wir reisen ab und du musst auch wieder in die Schule. Denn wenn wir nicht schon sehr bald wieder zu Hause auftauchen, wird Cici mir eine Sorgerechtsklage annehmen und dich mir wegnehmen. Und diesmal für immer. Okay. Was? Ich sag nur okay. Ich will doch nicht, dass mich jemand von dir wegnimmt, Mom. Und jetzt erst recht nicht. Ich fand das mit dir wahnsinnig toll. Das in den letzten Wochen. Du und ich, wir sind doch inzwischen ein richtiges Team geworden. Vielleicht war es manchmal etwas gefährlich. Aber ich fand's toll. Du etwa nicht? Es gab ja auch eine Menge zu lachen, oder? Zum Beispiel als Jack the Ripper mitten in der Wüste unsere Reifen gewechselt hat. Ach, komm her. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Ich weiß, wie sehr es dich enttäuscht, dass du ihn nicht finden kannst. Aber du hast es nie gezeigt, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Wir hatten nur mal Pech. Einfach so. Und jetzt, wo Kies weiß, dass wir ihn gesucht haben, kommt er vielleicht und findet uns. Oder nicht? Vielleicht. Und jetzt versprich mir bitte etwas. Was denn? Dass du dich erstmal hinlegst, bevor wir zurückfahren. Ja, Sir. Ja, sofort, Sir. Kann ich mich gleich auf das Sofa hier legen? Was ist das? Hier, das ist die Handschrift von Kies. Ich glaub's ja nicht. Er war hier, Mom. Er hat uns also gefunden. Worauf wartest du noch? Jetzt machst du nicht so spannend, Mom. Hallo, das Mädchen ließ mich rein, sonst war keiner da. Ich bringe dir nur diese Oase-Akte. Ich hatte sie nochmal durchgesehen und dachte, du brauchst sie vielleicht. Vielen Dank. Ach so, ja. Ich denke, die Unterlagen im Büro sind soweit aufgeräumt. Aber falls die neue Assistentin etwas nicht finden sollte, kann sie mich jederzeit erreichen. Es gibt noch keine neue Assistentin, soweit ich weiß. Aber wenn ich eine gefunden habe, dann sage ich dir Bescheid. Naja, Mason, warte damit nicht zu lange. Denn wenn das Projekt in die Endphase gehen sollte, kommen doch mit Sicherheit noch jede Menge Schwierigkeiten auf dich zu, bei denen du eine Assistentin brauchst. Ach, da sehe ich keine Schwierigkeiten, das bin ich gewohnt. Die Schwierigkeiten liegen nämlich bei mir. Ich war heute wieder bei den anonymen Alkoholikern. Das erste Mal seit Monaten. Mason, das finde ich ja so toll. Ja, das fand Julia auch. Aber als sie es sagte, hatte sie dabei Tränen in den Augen. Ist sie denn nicht stolz auf dich? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe sie schon. Sie will einfach das Ganze nicht nochmal durchleben müssen. Doch ich weiß nicht, wie ich es ohne sie schaffen soll. Naja, wie heißt es doch so schön, der Gedanke, wie es weitergeht, behindert einen nur. Also sollte man sich nur den nächsten Tag vornehmen. Oh, Cassie. Das versuche ich. Nur jeder neue Tag ist so schwer wie der davor. Mason, den wichtigsten Schritt hast du
Selbsthilfegruppe absolut in den besten Händen. Ja, Cassie, ich glaube fest an die anonymen Alkoholiker. Ohne ihre Hilfe könnte ich das Trinken nie aufgeben. Aber genauso stimmt auch, als ich das erste Mal aufhören wollte, hatte ich mehr vor, als einfach nur trocken zu werden. Ich hatte jemanden, der auf mich wartet. Jetzt wartet niemand mehr. Was hast du Kelly gesagt? Wann? Gerade eben. Gestern war sie strikt gegen meine Anwesenheit und auf einmal scheint sie sie zu befürworten. Und obwohl sie meine Zweifel hat, sieht sie darin jetzt wenigstens eine Chance. Ach, gut. Das war ja mein Vorschlag. Dein Vorschlag? Zugegeben, ich war anfangs auch nicht dafür, dass du bei uns wohnst, aber jetzt weiß ich, das war sehr kurzsichtig von mir. Denn ich will doch wirklich nur das Beste für Kelly. Ich will, dass sie wieder laufen kann und das so bald wie möglich. Und ich dachte, du würdest vielleicht die Kraft aufbringen und ihr dabei helfen können, und zwar mehr als andere es könnten. Weil du sie so liebst, wie es nur eine Schwester kann. Ich habe dir nur zugehört und du hast dich angehört wie der Robert, den ich vor etlichen Jahren kennenlernte. Der Gefühle zeigt. Weißt du, Kelly hat mein Leben verändert. Und ich werde für sie tun, was ich kann. Und wenn sie erkennt, dass wir sie nicht allein lassen, dann gibt es vielleicht für uns wieder Grund zur Hoffnung. Kannst du bitte diesen Koffer für mich aufbewahren? Und später erkläre ich dir alles in Disney World? Na, wie klingt das denn? Disney World? Klingt das nicht wie ein großes Abenteuer, Baby? Nicht, dass du nicht schon einiges mitgemacht hättest. Aber zum Glück bist du ja nicht hart im Leben. Ich schwöre, wenn wir uns wiedersehen, mache ich alles wieder gut. Ich freue mich schon. Dein Stier scharrt schon ungeduldig mit den Hufen. Und das ist die reine Wahrheit. Ren, sei ganz herzlich gegrüßt, denn du weißt, ich liebe dich sehr. Kies. Ist ja kaum zu fassen. Nicht nur, dass wir Kies wiedersehen werden, wir fahren nach Disney World. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Nur ich verstehe nicht, wieso er schon wieder weg ist. Ich meine, wieso bringt er uns diesen Koffer und verschwindet er dann sofort wieder? Du weißt nicht mal, was drin ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Schmutzige Wäsche wie früher. Kurz bevor ihn mich gefunden hat, wurde ich von einer Wasserschlange gebissen. Seitdem lebe ich das Fieber nicht mehr los. Also Sie waren der Mann, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat? Ja, das war ich. Aber irgendwie hat Kohl erfahren, wo ich war. Er kam hin und tauschte mit mir den Platz. Ich glaube, da auch wieder perfekt. Und mich wollen Sie wieder zum Sheriff. Hören Sie, lassen Sie mich auf den Rest auf der Weg. Der Zustand hat es für besser, Sie fahren nirgendwo hin, sondern ruhen sich aus. Hören Sie, Kuhn versucht mit allen Mitteln, mir Kelly wegzunehmen. Und Sie sagen mir, ich soll nichts unternehmen und mich ausruhen. Sie glauben mir doch, oder? Sie müssen mir glauben, Sie kennen mich doch. Ihre Geschichte so einfach zu glauben, ist nicht gerade leicht. Zugeben, das ist ein bisschen viel verlangt. Aber wenn ich Ihnen schon glaube, dann sollte ich Ihnen vielleicht ein paar Dinge erzählen, die inzwischen in Santa Barbara passiert sind, wenn Sie hier waren. Damit Sie schon mal vorbereitet sind. Auf was? Kelly hatte einen Unfall. Was ist passiert? Wie geht's ihr? Soweit ich weiß, hatten sie für die Zeit nach der Hochzeit ein Haus gemietet, irgendwo da draußen. Und da ist sie wohl in der Nacht eine Treppe runtergefallen. Und dabei hat sie sich am Rücken verletzt. Als ich aus Santa Barbara weggefahren bin, da saß sie im Rollstuhl. Und keiner wusste, ob sie hier wieder gehen kann. Meine Güte.
lassen mich hier aus. Mir leid. Er wird sich umbringen. Wir müssen zum Flugplatz. Glauben Sie, ich helfe Ihnen. Geht so. Ja, geht so. Moment, ganz vorsichtig. Carol, wieso bist du nicht im Bett? Ich muss hier weg, okay? Unsinn, du weißt doch gar nicht, was du sagst. Sie hält mich für jemand anders. Ich weiß auch, dass sie mich kennen. Also, nein, ich werde jetzt mit der... Ich habe dieses Messer schon mal benutzt, als jemand hier eingebrochen ist. Und ich tue es wieder. Und jetzt verschwinden Sie hier und lassen Sie meinen Sohn in Frieden. Noch nie ein Freund von halben Sachen. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wieso geht er nicht in richtig gute Bars, wenn er schon Millionär ist? Vielleicht, weil er sich verstecken muss. Vielleicht weiß jemand was von dem vielen Geld und der versucht es ihm jetzt wegzunehmen. Boots? Ja, vielleicht. Es ist doch nicht ganz ausgeschlossen, dass er uns immer noch verfolgt. Ich glaube, wir packen den Koffer lieber weg. Am besten ist, wir verstecken ihn. Ich verstecke ihn unter dem Bett. Ja, gut. Und danach fahren wir gleich nach Disney World. Wie weit ist es eigentlich nach Orlando? Das muss ich auf der Karte nachsehen. Nein, erstmal kommt der Koffer weg. Und dann sehen wir weiter. Oh, Keith. Und das ist die reine Wahrheit. Du bist verrückt, Keith. Vollkommen verrückt. Danke, Brandon. Wer hat das geschrieben, Süße? War es jemand, den ich kenne? Wissen Sie was? Ich denke, dass das jetzt reicht für heute. Und wann arbeiten wir? Na, das haben wir doch schon bei der Vorsuppe und sogar während des Kirschsoufflés, das wir nicht gegessen haben. War sehr gut. Nächstes Mal. Aha, was denn? Das nächste Mal versuche ich das Kirschsoufflé. Meine Schwester legt mich manchmal hier ein. Es gefällt mir hier. Heißt das etwa, es gefällt Ihnen nicht? Ich finde es etwas zu vornehm. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wären wir woanders hingegangen. Ich dachte, ich tue Ihnen einen Gefallen. Wir wollten doch sowieso nur arbeiten. Wir sind hier nicht wegen der Atmosphäre. Ich gehe jetzt Mrs. Kopp anrufen und sage ihr, dass ich bald nach Hause kommen werde. Verlangen Sie doch bitte inzwischen die Rechnung, ja? Ein wunderschöner Abend. Naja, ich dachte, Sie können jetzt bestimmt ein wenig Abwechslung gebrauchen. Und ich habe mich darauf gefreut, seit Sie mir den Blumenstrauß schicken ließen. Und ich war so unsicher, was Sie wohl dazu sagen würden. Ich dachte, Sie finden das wohl wirklich ziemlich aufdringlich, unverschämt und unangebracht. Und fast hätte ich es nicht getan. Wissen Sie, Sie sollten längst gelernt haben, dass wenn Sie irgendetwas tun wollen, es einfach tun sollen. Vertrauen Sie auf mich. Na gut. Stehen Sie auf. Was sagt denn das? Ich vertraue einfach meinem Gefühl. Wollen Sie mit mir tanzen? Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, nehmen wir jetzt meine Kreditkarte oder hätten Sie meinen Anteil an der Rechnung lieber in Bar? Lassen Sie mich doch einfach das Ganze bezahlen. Heute mal, ja? Das ist doch
Unsinn. Das war ein Geschäftsessen. Und Julia wird ihre Meinung schon wieder ändern, wenn sie erkennt, wie ernst es dir ist. Sie weiß, dass ich es ernst meine. Das spielt keine Rolle. Und jetzt, Cassie, will ich dich nicht länger aufhalten. Du wirst nicht als Therapeutin bezahlt. Wie kannst du sowas sagen? Denkst du etwa, ich hätte dir nur deshalb geholfen, weil es in meinem Arbeitsvertrag gestanden hätte? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Das wäre auch nicht wahr. Ich habe dir geholfen, weil ich mich auch immer auf dich verlassen konnte. Und ich vermisse unser Vertrauensverhältnis wahnsinnig. Und ich vermisse meine Assistentin. Und wenn du es unbedingt wissen willst, in meinem Büro sieht es aus wie nach einem Taifun. Oh Mason, wieso stellst du mich nicht einfach wieder ein? Nur als Übergangslösung, solange du kein Essen hast. Oder du kommst ganz zurück und ich lasse meine Suche nach jemand anderem. Und das meinst du ernst? Ich hätte dich von Anfang an gar nicht erst gehen lassen dürfen. Es war nicht deine Schuld, dass Julia was vermutete. Nein, Mason, das wollte ich nicht. Und das ist das Letzte, was ich je tun. Dann organisieren wir jetzt wenigstens einen Teil meines Lebens. Mein berufliches Leben. Ist das okay? Ja, darauf sollten wir anstoßen. Hast du eventuell Wasser im Kühlschrank? Dann musst du nachsehen. Gut, ehrlich. Ey, alles da, was wir brauchen. Guck mal, was ich gefunden habe, und er ist sogar alkoholfrei. Und ein bisschen Kaviar, der wahrscheinlich mehr kostet, als ich im Monat verdiene. Ich hatte vergessen, dass das da war. Oh, dann hattest du es wohl für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Hm? Ja, fürs Penthouse. Und den Umzug dahin am Hochzeitstag. Mason, bitte entschuldige. Es sollte für beide eine Überraschung sein. Julia erwähnte oft, dass Samantha bald größer wird. Und dann mehr Platz brauchen würde. Schon gut, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal wieder, Ma'am. Ich bin Polizeibeamter aus Kalifornien und ich kenne diesen Mann. Er ist nicht ihr Sohn. Dieser Mann ist Robert Barr. Nein, Sie dürfen ihm kein Wort glauben. Mein Sohn ist im Moment etwas durcheinander, immer noch vom Krieg. All das Schießen und so, das hat ihn verrückt gemacht. Er kennt jetzt nur seine eigene Mama. Ich meine, eines Tages, da packt er einfach seine Sachen und geht weg. Und jetzt finden Sie ihn im Sumpf wieder, aber ich wusste ja schon immer, dass er wiederkommen würde. Denn mein Sohn Kerl verlässt doch seine Mama nicht. Das würde er seine Mama nicht antun. Clara, danke. Danke, dass Sie mir geholfen haben, aber Sie irren sich. Ich bin nicht so richtig, Ma'am. Und hören Sie, ich weiß, wie Sie sich fühlen müssen. Also jetzt tun Sie mir einen Gefallen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Legen Sie das Messer weg. Ja? Nein, wenn Sie helfen wollen, dann lassen Sie meinen Sohn in Frieden. Das würde ich ja, aber er ist krank. Ihr Sohn ist krank. Ihr Sohn Cal ist krank und er sollte erst unbedingt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ja. Legen Sie endlich dieses Messer weg, dann könnten Sie mir helfen. Vielleicht kann man von hier jemanden anrufen oder Sie haben eine Idee. Geben Sie es einfach her und besorgen Sie uns ein Auto oder sowas. Robert, hier sind meine Schlüssel. Laufen Sie vor zum Wagen, das CB-Funk funktioniert. Ja. Sieh mal einer an, wenn das nicht Mr. Barr ist. Wollen Sie uns etwa schon verlassen? Ich dachte nur, du fühlst dich besser, wenn du dich etwas ausruhst. Ich kann doch nur ausruhen. Ich schlafe doch mindestens 12 Stunden, Robert. Wovon soll ich mich denn ausruhen? Vielleicht schläfst du auch zu viel. Das ist noch schlimmer als zu wenig Schlaf. Und zwar besonders, wenn sich Leute in den Schlaf reinflüchten. Und das machst du, glaube ich, schon. Denk dran, Kelly. Du machst jetzt eine extrem harte Phase durch. Also gönn dir von Zeit zu Zeit eine Pause. Ich habe aber Angst, ich verliere meinen Verstand. Die Beine sind die eine Sache. Doch was tue ich, wenn mein Kopf einfach nicht mehr funktioniert? Ich wünschte, wir könnten jetzt irgendwo hinfahren. Wohin? Das ist mir gleich. Hauptsache irgendwo, wo wir nicht andauernd jemanden sehen oder sprechen oder um uns haben müssen, sondern einfach nur zusammen wären. Das wäre so schön. Na, vielleicht schaffen wir es ja. Ach ja, und wie soll das gehen? Ich weiß noch nicht, aber vielleicht können wir doch etwas. Bitte entschuldigt die Störung. Ich wollte fragen, wo ich meine Sachen lassen soll. Ach so, okay. Ich dachte an das Zimmer gleich da hinten. Ich zeig's dir. Nein, Robert. Ich zeig's dir. Danke. Thank you.
spielst schön weiter mit. Und wenn dann deine Braut völlig durchdreht, ist unser Ziel erreicht. Jetzt hörst du mir zu. Nein. Kelly hat doch inzwischen einen neuen Hausgast. Da werde ich mir eine kleine Überraschung ausdenken. Ich habe nur einen kleinen Koffer draußen im Wagen. Ich hole ihn rein und bin gleich wieder da. Okay, ich bleibe so lange hier. Kelly? Ja? Danke. Ich meine, diese Zeit wird uns beiden sicher gut tun. Ich weiß, hat Fred nie gegriffen. Oh, aber sicher. Ja? Lionel. Was? Lionel, du bist im Begriff, unsere Zukunft zu verspielen. Solltest du da nicht kreidebleich und nervös sein? Ich werde unsere Zukunft nicht verspielen. Ich werde sie retten. Mr. C.C. Capwell wird diesen Tag nie vergessen. Oh, dann hast du also so einen komischen Apparat, wie James Bond ihn immer zu benutzen, durch den du genau weißt, was C.C. für Karten hat. Du wirst ihn fertig machen und ich werde nie mehr Hunger leiden müssen. Nein, mein Schätzchen. Ich habe meinen Glücksbringer. Oh mein Gott, du hast dir fast was gebrochen, als du versucht hast, ihn aufzuheben. Sagt dir das gar nichts? Augusta, du baust mich unheimlich auf. Ein Glück, dass du nicht mitkommst. Was? Das Pokern erfordert allerhöchste Konzentration. Wie soll ich das machen, wenn du hinter mir stehst und aussiehst, als wärst du ein Deck der untergehenden Titanic? Ein angemessener Vergleich, immerhin. Was mache ich so lange hier allein? Ich werde doch völlig durchdrehen. Du wirst nicht hier sein und allein sein wirst du auch nicht. Deine Aufgabe ist es, vorausgesetzt, dass du einverstanden bist, dich etwas um meine Mutter zu kümmern, damit sie mir nicht dazwischenfunkt. Heißt das etwa, ich verbringe den Abend in Nice? Hm. Oh Gott. Augusta, hier, ich glaube, du brauchst die nötiger als ich. Du siehst doch, dass es sich verändert hat, oder? Sag doch was, Robert. Sag mir, dass ich mir das nicht nur einbilde. Na los, Quinn, sag es ihr. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Es hat sich nichts verändert. Ich spreche von diesen Haaren, das musst du doch sehen. Das bin ich mir ich auf dem Bett, das ist ihn. Aber... Robert! Liebling, vermutlich liegt es am Licht. Es ist nicht das Licht. Robert, daran liegt es nicht. Es hat sich verändert. Es ist ihn. Stimmt etwas nicht? Nein, ihn alles bestens. Zettel. Oh, das war unwichtig, was ganz Persönliches. Ah.
Ihr wollt mir weismachen, Timmons macht die weite Reise hierher einfach nur, weil er einen Liebesbrief für euch hat. Sind Sie ihm begegnet? Ist dies wirklich hier? Ja, Kleiner, der Typ ist mit mehr als 90 Meilen die Stunde in Richtung Festland gebrettert. Aber wieso sind Sie ihm da nicht gefolgt? Weil ich genau weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Er weiß, worum es geht. Ich will einfach bloß mein Geld. Und er weiß auch, ich würde ihn in einem Kampf zerfetzen. Der wird sich mir nicht stellen. Nicht der ach so clevere Keys. Er lässt eine Frau mit ihrem Sohn die dreckige Arbeit für sich machen. Nein. Nein, so ist er nicht. Er ist so, ich bin lange nicht so dumm, wie ich aussehe. Jetzt komm schon, Süße, warum sagst du nicht einfach, wo es ist? Ich möchte euch beiden ungern wehtun. Ich denke, es ist im Schlafzimmer. Denkst du das? Hey, da drin steht dein Koffer. Aber er ist abgeschlossen. Er geht nicht auf. Er liegt da drüben unter dem Bett. Das Geld ist da vielleicht drin. Wieso gehen wir zwei da nicht mal rein und werfen bloß einen Blick auf das gute Stück? Nachschauen. Beweg dich. Also los, Süße, hol ihn vor. Na, was ist? Nur mach schon. Gib ihn her. Okay. Lauf, Mann, lauf. Du weißt doch, wo ich bin. Kennt ihr, du bist her. Komm zurück. Geh, warte nicht. Der Tod von meinen Augen runter. Los. Und das mach ich, bevor ich drauf werde. Hast du gerade mit ihr telefoniert? Stimmt, genau. Du hast keine Lust, hm? So würde ich es nennen. Weißt du, das ist dieser Mann. Dieser Maxwell, sie ist die Verfall. Durch diesen Charmeur vergisst sie sogar ihre Familie. Lionel, ich fürchte, dass es viel eher darum geht, dass wir uns von Anfang an nicht gemocht haben. Es ist ziemlich schwer nachzuvollziehen, warum wir beide freiwillig was zusammen unternehmen sollen. Wie hast du sie überredet? Gar nicht. Maxwell war schon verabredet, also hat sie dummerweise nichts vorgehabt. Siehst du, wusste ich's doch. Der Mann ist ein schlauer Fuchs. Er ist eine Schlange in einem Armani-Anzug, den sie ihm gekauft hat. Wieso soll sie den Mann nicht ankleiden, wenn sie nun mal zusammen sind? Dann trägt er, was dir gefällt. Wieso denn nicht? Augusta. Was denn? Du warst doch in Pretty Woman und da fandst du es völlig okay. Vergleichst du etwa meine Mutter mit Richard Gere? Ich wollte damit nur andeuten, dass deine Abneigung gegen Maxwell einen leichten Hauch von Sexismus hat. Ich meine, wenn es um einen Mann in Mings Alter ginge, der sie mir durchfüttern würde, würde bestimmt niemand ein Wort darüber verlieren. Meine Mutter ist kein Mann. Du hast wirklich einen unheimlich scharfen Blick für das Wesentliche. Das ist kein Sexismus, das ist Sorge. Ich will sie davor bewahren, und dass... Dann, wenn es um sowas wie Liebe geht, bist du überzeugt davon, Mings sei so verwundbar und leichtgläubig wie ein Schulmädchen. Wäre es nicht denkbar, dass ihr die Situation klar ist und sie ihn mit durchfüttert, weil sie Spaß daran hat? Ich werde darauf nicht antworten. Das habe ich gar nicht nötig. Du erstaunst mich wirklich. Du scheinst offensichtlich kein Interesse daran zu haben, meine Mutter zu beschützen. Da hast du völlig recht. Ich beschütze lieber dich vor deiner Mutter. Entschuldige, aber ich bin spät dran. Wünsch mir Glück und halte meine Mutter bereit. Warte, Leiner. Bitte, Leiner. Was ist? Viel Glück für dich. Ich drück dir ganz fest die Daumen. Oh. Ich will mich wie die Jungfrau von Orléans und du erlöst mich von meiner Qual. Nein, falsch, falsch. Das ging schief. Ich werde gewinnen. Wir werden heute unser Haus wiederkriegen und ich werde dich mit Reichtümern überschütten. Wie du es verdienst. Wir, die wir bei dir hören, grüßen dich. Sie haben doch neue Spielkarten besorgt. Ach, übrigens, heute Nacht übernehme ich die Kosten für alles. Achten Sie bitte besonders darauf, dass Mr. Lockridge nicht verdurstet. Ich selbst bevorzuge Mineralwasser in einem Martini-Glas mit Oliven. Verstehe, Sir. Ich kann nicht begreifen, dass du weißt, dass sie bei uns einzieht. Ihnen
sie will dir einfach nur helfen. Was ist denn alles? Ja, sie will nur helfen. Ich wollte dir einfach nur was zeigen. Du erklärst mich für verrückt und auf einmal klappt ihn hier rein. Keiner hält dich für verrückt. Und ich sicher am Ort. Was denn sonst? Mir ist anscheinend als Einziger aufgefallen, dass ich das Gesicht auf dem Bild in das von ihnen verwandelt hat. Und du sagst auch nur sie nicht. Schatz, du hast einfach eine Unmenge durchmachen müssen in letzter Zeit. Und du musst auf einmal mit den verschiedensten, wirklich schwierigen Umstellungen zurechtkommen. Nein, red nicht so mit mir. Dadurch verschlimmerst du bloß alles. Wie meinst du das? Schwer und ich hätte viel durchgemacht. Und eigentlich meinst du, ich bin verrückt und spinne total. Nein, das denke ich sicher nicht. Ich bin vielleicht verrückt, weil ich genau weiß, dass ihn auf dem Bild war. Und ich weiß, ich habe ihr Parfum gerochen. Ja. Und ihr Negligé hat auch doch gelegen. Mir bitte zu. Wir reden hier von ihm, okay? Sie hat mir einreden wollen, du wolltest mich betrügen. Ja. Sie hat von der ersten Minute an vorgehabt, uns beide zu trennen. Sie ging so weit, an unserem Hochzeitstag hier aufzutauchen. Sie wollte mir noch mehr über Deborah London erzählen. Und du willst sie hier wohnen lassen. Du willst sie bei uns einziehen lassen. Aber doch nur, damit sie dir helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen. Du willst, dass sie mich pflegt und du willst, dass sie unsere gute Ehe sieht. Okay, aber das kann nicht klappen. Na schön. Es wäre mir auch lieber, wenn wir beide ganz allein wären, nur du und ich. Aber ich krieg das nicht allein hin. Es geht einfach nicht. Finden wir beide nicht einfach von hier? Was? Ich meine, auch eine Insel vielleicht. Wie wär's mit einer griechischen Insel? 1 Million Meilen weit weg von allen. Nein, bitte hör auf, das sind Fantastereien, sag mir sowas. Und wir können tun, was wir wollen. Was hat das mit Fantastereien zu tun? Oh, okay, los, gehen wir. Ich pack mein Bikini an, du schießt mich im Rollstuhl durch den heißen Seil. Hell. Ich geh was Dezentes über die Beine. Ich weiß, dass du darüber nachdenkst. Nur du und ich ganz weit weg von all dem. Nein, ich will das nicht. Ich kann nicht laufen. Ich sitze im Rollstuhl. Wenn du es könntest. Und du könntest es schaffen, wenn du es versuchen würdest. Ich versuche es, ja. Was tue ich denn wohl den ganzen Tag? Jedes Mal, wenn du dich umdrehst, jedes Mal, wenn ihn rausgeht, bemühe ich mich, meine Beine zu bewegen. Einen Schritt. Ein halbes Schrittchen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin gelähmt. Aber niemand glaubt mir. Hallo, Lionel. Sissi, auf die Sekunde. Bei jedem Mal gewohnt. Und zum Poker. Netter Vergleich. Noch einen Drink? Wieso nicht nochmal das Gleiche? Was wollen Sie? Ein Bourbon? Nein, ein Mineralwasser. Nur pures Mineralwasser. Was ist mit Ihnen, Lionel? Wollen Sie Ihre 5 Sinne beisammenhalten? Ich finde, das Mineralwasser zu einem Anlass wie diesen passt, denn schließlich spielen wir später Wasserrechte, oder nicht? Wissen Sie, ich war immer beeindruckt davon, wie Sie selbst unter Druck immer noch so souverän auftreten können. Wahrscheinlich, weil ich immer nach vorn sehe, Sissi, nicht nur wegen der Wasserrechte. Ich finde es fantastisch, dass wir uns endlich mal messen können. Ja, das Gefühl. Alte Fegen sind etwas Herrliches, nicht? Nicht, das geht für eine wahre Feindschaft. Sollen wir? Auf geht's. Danke. Ich nehme an, dass wir keine Chips brauchen. Wir wissen ja, wo wir spielen. Oh, mir sind Chips lieber. Wir spielen doch... Oder kennen Sie diese Variante nicht? Sie ist bekannt. Das kann allerdings lange dauern. Ja, möglich. Ihnen ist hoffentlich klar, dass diese Spielart einfach ein hohes Maß an Fertigkeit intellekt und Ausdauer erfordert. Wäre es dann nicht besser, wir spielen was anderes? Sollte es Sie überfordern, dass dabei Intelligenz gefragt ist, könnten Sie ja was vorschlagen. Mamao ist auch sehr nett. Schon gerne. Stadt-Poker ist möglich. Gut. Wir spielen so lange, bis einer von uns keine Chips mehr hat. Einverstanden. Ich freue mich schon drauf. Wissen Sie, Leine, ich finde es sehr interessant. Das ist mein Ernst, dass Mims Ihnen das gestattet hat. Ich habe immer gedacht, dass wenigstens Sie über etwas.
sie richtig? Und Oscar? Es müsste sie doch unheimlich interessieren, wenn sich ihr Traum in Luft auflöst. Sie waren beide bereits verabredet. Ich befürchte, wir müssen wohl auf sie verzichten. Wenn alles glatt läuft. Links, ich freue mich so, dass du kommen konntest. Nicht viel los hier. Was gibt's denn? Was willst du denn von bitte? Glaubst du, du würdest mir weismachen können, dass du mich zum Abendessen einlädst, weil du Wert auf meine Gesellschaft legst? Du führst doch irgendwas im Schlaf. Hier kann man einfach nichts vormachen, nicht wahr? Ja, du hast recht. Was ist? Was siehst du davon, wenn wir damit noch bis zum Nachtisch warten? Die Nacht ist jung. Oh, und die Austern Rockefeller sind hier hervorragend. So, wo ist Leine? Bitte? Wenn du mich tatsächlich sprechen möchtest, dann möchte ich dir raten, das lange, lange Zeit vor dem Nachtisch zu tun. Außerdem möchte ich wissen, wieso Leine nicht hier ist. Und wozu du von ihm beauftragt so gar nichts. Nein, bitte glaub mir, es war meine Idee. Ich möchte nicht mal, dass er etwas davon erfährt. Also gut, August, dann komm zur Sache. Sollte mir danach übel werden, dann möchte ich es nicht aufs Abendessen schieben müssen. Mein Gott, sie. Lach bitte nicht. Ich lache fast nie, wenn wir zusammen sind. Verhältnis. Weißt du, ich habe mir gesagt, die Feindschaft zwischen uns ist ein ziemlich harter Rockenverleiner und Lecken. Immerhin lieben sie uns beide von Herzen. Und wie muss das doch schlimm für sie sein, dass wir uns so furchtbar schlecht verstehen? Suchten wir etwa Freundin, wir könnten es besuchen. Na, ich bitte dich, wieso nicht? Es gibt so viele Dinge, die ich an dir mag. Nenn mir nur eins. Bitte? Mein Gott. Zum Beispiel, ich finde, naja, du bist. Ich finde, du hast Bedienung. Hallo. Hallo. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe leider deine Tabletten vergessen. Ich werde sie holen. Ist nicht so schlimm. Dauert nur 2 Minuten. Schon gut, Schatz. Was machen wir jetzt? Weißt du, was er gerade meinte? Nein. Dass er deine Hilfe braucht. Tatsächlich? Ich bin eine Belastung. Das ist nicht wahr. Er braucht nur ein wenig Hilfe. Es ist auch ungewohnt für ihn. Du hast Verständnis für Robert? Natürlich. Du siehst, wie sehr er leidet. Und du siehst auch, wie viel ich ihm bedeute. Ja, das ist eindeutig. Du würdest aber noch nicht sagen, dass dein Urteil über ihn falsch gewesen ist. Kelly, ich hoffe wirklich, dass ich mich geirrt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn dich irgendwas bedrücken sollte, dann hoffe ich, dass du dann zu mir kommst. Ich bin zurzeit nicht besonders aufgeschlossen, Eden. Das mache ich mit mir allein aus. Kelly, ich habe dir doch was zu sagen. Ich will hoffen, du verzeihst mir das, aber es geht mir dabei wirklich nur um dich. Oh, das ist verwunderlich. Ich erwarte einen Mann namens Dr. Winter, ist Spezialist und er hat mich damals kuriert. Ich habe ihn einfach herbestellt, weil ich weiß, dass er dir bestimmt helfen könnte. Na, dann muss es so sein. Kelly, hör zu. Er zeigt Robert und mir, wie wir vorgehen müssen, damit du bald wieder gesund wirst. Und Robert davon gewusst? Seit 2 Jahren werde ich es mal wieder. Das war allein meine Idee. Du wirst nicht über mein Leben entscheiden. Das werde ich nicht zulassen. Mir ist fast schlecht geworden, als du dir vorhin diese vertriefende Kalorienbombe serviert hast. Besonders widerwärtig fand ich aber diese weißliche Soße auf deinem so gut wie rohen Stück Fleisch. Ist dir bewusst, was du deinem Körper damit antust? Ich glaube kaum, dass ein Klecks Soße Bernese ein Stück gelegentlich umbringt. Nebenbei, mein Körper spricht für sich selbst. Ja, ganze Bände. Ha,
Hast du gewusst, dass Rotwein jede Menge Histamine enthält? Es rührt mich wirklich sehr, wie besorgt du um mein gesundheitliches Wohlergehen bist. Sollen wir zahlen und gehen? Nein, 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 nein. Nein, nein. Wo war ich noch? Ich glaube, ich war gerade bei der Gaffo. Augusta, offen gesagt, ich verstehe einfach nicht, was andere so furchtbar spannend daran finden, irgendwelche Filme bis ins Detail zu beschreiben. Das finde ich fast so banal wie diese Männergespräche über die Vorzüge ihrer Autos. So wie mein Auto beschleunigt von 0 auf 100 in Ruhe. Entschuldigung, bitte, wenn ich dich gelangweilt habe, aber weißt du, über die Gaffo habe ich nur gesprochen, weil ich dachte, es wäre an deinem Alter entsprechendes Thema. Ich bin sicher nicht empfindlich, aber ich fürchte, ich falle dir schrecklich auf die Nerven. Und wenn du nicht noch etwas essen möchtest, sollten wir das essen. Nein, nicht doch, das ist nicht wahr. Bleib hier, bitte, ich bin untröstlich. Bleib hier, bitte. Augusta, zuzusehen, wie jemand sich vollstopft und dabei alte Filme durchhechelt, entspricht nicht so ganz meiner Vorstellung von Unterhaltung. Sollen wir runter zum Hafen gehen, wenn wir den Fischern einen drauf machen? Entschuldige. Es tut mir leid, ich sage immer wieder das Falsche, weil ich, um die Wahrheit zu sagen, würde ich jetzt wirklich zu gerne mal hören. Du schüchterst mich ein, Minzi. Ja. Du verunsicherst mich, ganz ehrlich. Ich weiß nie, wie ich mich verhalten soll, weil du so ungeheuer selbstsicher bist und ich wäre ehrlich gesagt lieben gern so wie du. Und deshalb trete ich vermutlich auch immer ins Fettnäpfchen. Ich würde vorschlagen, wir bestehen uns noch ein schönes Dessert und starten noch einen Versuch. Ja, in Ordnung. Oh, das ist nett von dir. Ich weiß zwar nicht, was du hier abziehst und erst recht nicht wieso. Aber dich so aufgelöst und verwirrt zu erleben, ist wirklich außerordentlich erheitert. Na, dann schütte mir doch mal dein Herz aus. Was konkret bewunderst du am meisten an dir? Musstest du dir von allen Verschwemmen auf dieser Welt ausgerechnet meine aussuchen? Keith. Ja, du bist es, Keith. Mein Name ist Sam Spade. Ich bin Privatdetektiv. Sie war eine dieser kühlen, langbeinigen Blondinen, bei deren Anblick man automatisch an schwüle Sommernächte denkt. Keith, hörst du mich? Irgendwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Hör zu. Es geht um Randall. Er hat das Geld, aber Bootsystem in Emilia. Bringen Sie die üblichen Verdächtigen fest. Was redest du denn da? Es geht um Randall. Wir müssen ihn finden. Er ist in Gefahr. In einer Welt, in der alle komplett verrückt spielen, lauert die Gefahr hinter jeder Ecke, Kleines. Was soll ich denn? Wie komme ich nur an dich ran? Du weißt sicher, wie man pfeift. Man spitzt einfach die Lippen und bläst. Hör auf mit dem Unsinn, so wird das nichts. Warum tust du mir das an? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen Randall finden. Verwöhnte Biester wie du kommen wohl nie auf die Idee, um Hilfe zu bitten. Sie glauben, für Geld kann man alles und jeden kaufen. Nein, mein Engel, ohne mich, ich werde nicht den Dummen für dich spielen. Das muss ein Traum sein. Ja, natürlich. Ich habe einen von diesen furchtbaren Albträumen. Man weiß, dass man träumt, aber man kann einfach nicht aufwachen. Keith, hilf mir bitte. Hilf mir, wach zu werden. Als ich wieder zu mir kam, roch ich den Duft von frischem Kaffee. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte jemand Baseball damit gespielt, aber er war noch dran. Keith, sieh mich an. Es geht um Leben und Tod. Sieh mir in die Augen, Kleines. Du sollst aufhören mit diesem Unsinn. Ich muss wach werden. Uns bleibt immer noch Paris. Duke, ich will sofort hier raus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hoffe, es ist umzingelt. Ich will nicht sterben. Hast du gehört? Ich will nicht ihren Hund niedergeschossen werden. Ich werde jetzt mit der hohen Hälfte rausgehen. Wieder zu dir! Dankeschön. Das war richtig.
steckst du? Ich weiß, was du hier bist. Was du auch machst. Du wirst beobachtet. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, du setzt damit auf? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich bestimme hier die Regeln. So war es abgemacht. Du wirst alles vermasseln. Nein, das werde ich nicht. Es funktioniert doch schon. Alles läuft wie geplant. Du treibst es auf die Spitze. Was soll das? Der Queen denkt doch nach. So wird sie einfach irgendwann etwas irre sein. Und du wirst sie entmündigen lassen. Ist das nicht besser als der ursprüngliche Plan, sie zu töten? Ihnen ist doch hier. Kelly könnte sich hier anfangen. Oh. Dann sind wir geliefert. Sie wird Ihnen kein Wort davon erzählen, dass sie befürchtet, irre zu werden. Keine Sorge. Nein, Queen, das Problem ist nicht ich. Du bist es. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Ich hole dich so schnell wie möglich hier wieder raus und dann verschwinden wir irgendwohin. Dann wirst du hoffentlich bald wieder aufwachen und wissen, wen du von uns beiden wirklich liebst. Ich muss... Ja, die Pflicht ruft. Ich weiß, hör zu, Liebster. Ich tue das alles nur für dich. Vergiss das bitte nicht. Und wenn du daran denken solltest, einen Rückzieher zu machen, überleg dir vorher, dass ich diesen Brief habe. Und wenn es sein muss, verwende ich ihn auch. Robert! Robert! Bin schon unterwegs. Ich konnte deine Tabletten nicht finden. Hey, stimmt irgendwas nicht? Naja, wie man es nennt. Eden hat, ohne mich vorher zu fragen, einen Therapeuten hergestellt. Oder besser gesagt, aus New York einfliegen lassen. Danke, Eden. Wie bitte? Liebes, ich weiß, dass du momentan eine schwere Zeit durchmachst und ich würde alles dafür geben, wenn ich dir helfen könnte, aber ich fürchte, wir müssen einsehen, dass du auf professionelle Hilfe angewiesen bist und dagegen solltest du dich nicht sträuben. Dann hältst du ihre Entscheidung für richtig? Ja, sie versucht dir zu helfen und sie hat dich... Mutig jedenfalls nicht gefragt, weil sie befürchtet hat, dass du mit ihrem Vorschlag nicht einverstanden bist. Tja, wie es aussieht, habe ich sowieso nichts zu entscheiden, auch da nicht, wenn es um mich geht. Und noch ein Wunder geschieht und ich wieder laufen kann. Wenn das jetzt bei euch ehrlich seid, grenzt ja wohl schon an ein Wunder. Kelly, bitte. Vertrau mir, vertrau uns, bitte. Ihr könnt mir ja eure Entscheidung mitteilen, ich geh's weg. Warte doch bitte, Kelly, lauf doch nicht gleich weg. Ich meine, wir müssen darüber reden. Ich will nicht mit euch beiden reden. Wir beide werden darüber reden. Es geht hier nicht um Eden oder die richtige Therapie. Es geht um uns. Um unsere gemeinsame Zukunft. Streckenweise doch sehr schleppend. Ach, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Sind wir nun vor? Ja, das will ich doch sehr hoffen. Tja, weißt du, deine detaillierte Beschreibung meiner positiven Eigenschaften war schon sehr schmeichelhaft. Ziemlich lange her, dass mir jemand wegen meiner gewählten Ausdrucksweise Komplimente gemacht hat. Und das ist nur eine von deinen vielen beachtlichen Fähigkeiten, für die du offenbar keine Worte mehr finden kannst. Oberbringen Sie mir bitte die Rechnung. Oh nein, nicht doch. Meine Liebe, du missverstehst mich. Du darfst die Rechnung natürlich bezahlen. Ich will dich ja nicht kränken, aber ich möchte zur Entspannung noch kurz in den Pool. Was? Ich habe mich mit Maxwell dort verabredet. Bitte? Er hatte angerufen und gesagt, er könne nicht kommen. Er hat dich am... Ja! Oh, da fällt mir ein. Hast du dir schon mal die Californian Dream Boys angesehen? Der heutige Abend gestaltet sich, je weiter er fortschreitet, immer seltsamer, obwohl ich von dir ja Schlimmstes gehört bin. Aber bei der Erwähnung von Maxwells Namen... Maxwell? Maxwell? Ja, natürlich. Ja, genau, das war's. Darüber wollte ich mit dir noch reden. Ich hoffe, dass du in Maxwell den Mann deines Lebens gefunden hast. Er ist so sympathisch. Was hältst du davon, wenn wir bei Maxwell machen? Nein, und das war das. Vielleicht Gesellschaft lassen möchte. Maxwell. Der Polo Club. Als ich den Club erwähnt habe, bist du aus der Fassung geraten. Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Also gut,
haben sollen. Ach, was soll's. Ich denke, wir beenden unser gemütliches Zusammensein an diesem Punkt. Oh, Wings, bitte nicht gleich hier. Ich sag jetzt... Und wehe, du lügst wieder. Leiner hat ein Pokerspiel mit Sisi um die Wasserrechte. Alles hätte ich erwartet, nur das nicht. Bitte bleib hier, bitte. Es ist sowieso zu spät. Bitte misch dich da nicht ein, bitte. Dann werde ich mal auf mein Zimmer gehen. Oh, vielen Dank. Glaubst du tatsächlich, dass ich tatenlos dabei zusehe? Ich möchte mir nur eine dem Anlass entsprechende Garderobe zulegen und dann werde ich mich einmischen. Verlass dich drauf. Warte doch. Gewonnen. Gratuliere. Tja, werter Freund, zu früh gefreut. Wie Sie sehen, bin ich immer für eine Überraschung. Ein langatmiges Spiel finden Sie nicht. Heißt das, Sie wollen was steigen? Nein, aber wie wäre es, wenn wir aufs Ganze gingen? Der Gewinner kriegt die Wasserrechte. Aufs Ganze? Das überrascht mich. Ich war der Meinung, Sie würden ein Spiel bevorzugen, bei dem der Bessere gewinnt. Ich würde nur gerne die Sache ein bisschen abkürzen. Ich habe bereits mehr Zeit mit Ihnen verbracht, als mir lieb ist. Und jetzt wollen Sie aufs Ganze gehen? Genau, das will ich. Na gut. Dann spielen wir um alles. Ihr Einsatz bitte, Sisi. Zugeschnitten ist. Das hört sich gut an, klingt vielversprechend. Wenn du meinst, aber das ist ja auch wohl so
Grundsätzlich haben Sie eine Voraussetzung, die Erfolg verspricht. Sie reiten, oder ist das eine Fehlinformation? Das war vorher. Aber Sie haben einen durchtrainierten Körper. Das wird Ihnen helfen. Das hört sich wirklich sehr gut an. Dann fangen wir an. Am besten sofort. Und, Kelly, ich halte es für angebracht, Eden hinzuzuziehen und mit Ihren Übungen für Sie zusammenzustellen. Dr. Winter, ich verstehe nicht, wieso Eden und nicht mein Mann? Missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte Ihren Mann auf keinen Fall von vornherein ausschließen. Sie können jederzeit an den Übungen mitwirken. Ich dachte dabei auch nur an Ihren Vorteil. Ihre Schwester war in der gleichen Lage wie Sie. Und ich weiß aus Erfahrung, dass man mit ehemaligen Patienten die größten Erfolge erzielt. Da habe ich ja Glück. Kelly, und noch etwas. Glauben Sie mir, ich weiß, dass Sie inzwischen die Hoffnung, wieder laufen zu können, so gut wie aufgegeben haben. Und es wird nicht leicht für Sie werden. Sie werden sich an manchen Tagen überfordert fühlen und den Mut verlieren. Aber über alles müssen Sie sich im Klaren sein. Wir können nur Hilfestellung leisten. Der Erfolg der Therapie hängt ganz allein von Ihrem persönlichen Einsatz ab. Ich weiß. Letztendlich hängt fast alles im Leben von einem selbst. Machen. Das freut mich sehr. Dr. Winter meint, dass es am besten wäre, wenn ich mit dir arbeite, da du das selber durchgemacht hast. Ja, aber willst du das überhaupt? Ja, natürlich. Klar. Schön. Und wann haben wir gesagt? Sofort. Nur mit ein paar vorbereitenden Übungen. Dr. Winter hat auch gesagt, dass der Erfolg der Therapie hauptsächlich von meinem persönlichen Einsatz abhängt. Aber ich brauche deine Hilfe, Eden. Mir geht es darum, dass Robert und ich wieder ein normales Leben führen können. Willst du doch auch, oder? Ich meine, dass wir beide glücklich sind. Aber ja, natürlich. Erstaunlich, wie schnell sich manche Dinge ändern. Gut, dann kannst du losgehen. Fein. Wo sollen wir arbeiten? In Ihrem Schlafzimmer? Nein, dort ist es ein bisschen zu eng, glaube ich. Nein, das ist wirklich nicht das richtige Zimmer. Das Gästezimmer wäre besser dafür geeignet. Was meinst du? Wie Sie wollen. Robert, können Sie mir helfen, ein paar Sachen aus meinem Auto zu holen? Aber natürlich. Bin gleich da. Ja. Dauert nicht lang. Du willst mir also wieder auf die Beine helfen. Zumindest habe ich vor, es zu versuchen. Zwischen uns hat sich nichts verändert, aber ich brauche dich. Gut. Alles andere wird sich zeigen. Ich werde es mit Sicherheit schaffen. Ich habe dich und Robert. Eden und Robert. Robert und ich. Mehr kann man nicht verlangen. Nun, Sisi, ich... Aufhören! Sofort aufhören! Mutter! Nein, ich habe alles gesucht! Mutter, was um Gottes Willen willst du denn hier? Du pokerst mit Sisi und die Wasserrechte, habe ich gehört! Mutter, ich bin dabei, das Spiel zu gewinnen! Nein, still! Das kannst du doch nicht! Musste das sein? Was? Was spielen Sie, Stadtpoker? Ganz genau nichts. Tut mir leid, dass ich so heftig reagiert habe, aber ich habe eine Aversion gegen Schuss. Ich will Geld vor mir sehen. Vielleicht helfen Sie mir. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Sie wollen wirklich um die Wasserrechte pokern? So ist es nichts. Wieso verdoppeln Sie den Einsatz nicht? Was schwebt Ihnen denn so vor? Sie sind doch Eigentümer einer Yacht. Sie besitzen mehrere Villen und noch andere nette Dinge. Ja, stimmt. Mir gehören tatsächlich ein paar ganz nette Dinge. Nur dafür werden Sie mir keinen adäquaten Gegenwert bieten können. Seien Sie sich da mal nicht so sicher.
Eventuell gewinnen wir ja die Wasserrechte. Es gefällt mir nicht, dass Sie auf meine Kosten 10 Millionen Dollar Profit gemacht haben. Das verstehe ich sehr gut. Wissen Sie was? Sie könnten Ihr Anwesen setzen, das ist doch gut und gerne seine 10 Millionen Dollar hier. Mutter, du hast doch dafür bereits 20 Millionen hingeblättert. Das stimmt und das gehört mir auch. Und ich mache damit, was ich will, wenn du verlierst. Das steht so gut wie fest. Ich habe keineswegs die Absicht zu verlieren. Ich lasse Ihnen den Vorrang. Ich mische die Karten nur und Sie dürfen gerne gehen. Ich muss sagen, der Abend ist interessanter geworden, als ich erwartet habe. Natürlich nicht, Schatz. Du gehst hier? Wieso hast du mich nicht geweckt? Ich wollte dich ausschlafen lassen. Und was treibt dich zu so früher Stunde auf die Beine? Ich rufe gleich Dr. Winter. Wie geht es dir heute Morgen? Ganz gut. Ist das nicht etwas früh, um zu telefonieren? Er hat früh morgens gesagt. Kelly, dieser Mann kann dir bestimmt helfen. Ich habe mich schon einverstanden erklärt. Du brauchst ihn mir wirklich nicht mehr anzupreisen. Schön. Braves Kind, wir sind stolz auf dich. Ja. Ich bin gleich wieder zurück. Wir sind so glücklich dran, dass wir Eden haben. Eden will immer das Beste. Sie ist immer am Ball. Sie weiß immer, was zu tun ist. Meiner Ansicht nach hat sie in diesem Fall recht. Ich werde mal die Zeitung holen. Moment. Robert.
Mann glüht vor Fieber. Er braucht sofort ärztliche Versorgung. So, Anke. Ich habe das erste Hilfekörperchen nicht mitgenommen. Ihnen ist hoffentlich klar, dass er stirbt, wenn er weiter liegt. Und wir wahrscheinlich mit ihm. Was meinst du damit? Erkennen Sie nicht mal einen schweren Fall von Zugfieber? Dann wissen Sie wohl auch nichts von der Ansteckungsgefahr. Sie können ihn natürlich einfach hier liegen lassen und abwarten, was passiert. Ich bin gespannt, wer von uns als Nächster den Löffel abgibt. Vielleicht Sie, wer weiß. Schaff den Kerl rüber auf den Wagen. Herzlich gern. Na schon, Beeilung. In einer Stunde. Ich wünschte, du würdest dich mir gegenüber nicht so verschließen. Wenn du mich ablehnst, was wird dann aus deiner Therapie? Du darfst mir gerne helfen, damit sind wir aber nicht die besten Freunde. Nein, sicher nicht. Möchtest du vielleicht mal rausgehen, vielleicht ein paar Bekannte besuchen? Nein, ich will nicht, dass mich jemand so sieht. Weißt du, viele deiner Freunde haben angerufen, sie würden dich sehr gern einmal wiedersehen. Craig zum Beispiel. Niemand außer der Familie. Wofür hat man Freunde? Eden, hör auf damit. Robert war dafür, dass du hier wohnst. Das ist mir recht, aber schreib mir nicht vor, was ich tun soll. Ich hatte auch nicht die Absicht. Du musst dich auch nicht um den Haushalt kümmern, das ist meine Sache. Craig, hier ist Eden. Nein, es geht ihr nicht allzu gut, fürchte ich. Ich halte es für keine gute Idee, sie zu besuchen. Haben Sie Nachricht von Cruz? Na, macht nichts. Ich wusste ja, dass ich ein paar Tage lang nichts von ihm hören würde. Haben Sie eine Telefonnummer? Nein, ich bin noch dran. Ich habe gerade etwas Interessantes gefunden. Reiseprospekte von Griechen. Ich habe schon komfortabler gewohnt, aber bis wir etwas Besseres finden, was bald der Fall sein wird, reicht. Bleiben kannst du hier nicht, sonst kommt ihm dir noch auf die Schliche. Queen, ich schließe selbstverständlich die Tür zu. Es gibt zwei Schlüssel und die haben du und ich. Und wenn schon, wir führen deinen Plan nicht aus. Er funktioniert nämlich nicht. Doch, du willst bloß nicht, dass er funktioniert. Das ist ein super Plan, von A bis Z. Kelly, hey, schrei gefällig nicht so. Kelly, erklärt man für unzurechnungsfähig und geschäftsuntüchtig. Du verwaltest ihr Vermögen, das wir fröhlich auf den Kopf hauen. Und ich verzeih dir, dass du ihnen, Schätzchen, mit ins Spiel gebracht hast. Ich hatte doch gar keine andere Möglichkeit. Denn wenn sie uns durchschaut, wandern wir beide schnurstracks ins Gefängnis. Und dir wiegt eine Anklage wegen versuchten Mordes. Mir wiegt eine Anklage? Mhm. Was ist mit dir? Fängst du etwa schon an, deinen Rückzug zu planen? Na schön, man klagt uns beide. Zufrieden? Und man spricht uns beide frei. Die können nicht das Geringste beweisen. Richtig, noch nicht. Eines bereitet mir aber ein bisschen Sorgen. Der Brief, den du an deinen Anwalt geschrieben hast. Ja, das kann ich mir denken. Das ist nicht witzig. Was ist, wenn der Kerl ihn liest? Hm? Ach, du hältst dich immer für so clever, mein Lieber. Erstens habe ich nie gesagt, dass er Anwalt ist. Und zweitens hat die Person, an die ich jenen Brief geschickt habe, genaue Anweisung, ihn nicht zu öffnen. Es sei denn, mir passiert etwas.
stehen auf derselben Seite, vergiss das nicht. Das war vorher vielleicht mal so. Und daran hat sich nichts geändert, Herzchen. Jedenfalls, was mich betrifft. Alles wird wieder so schön wie früher. Und noch schöner, wenn du dich nur ein bisschen beruhigst. Ich werde ruhig sein. Sollte Kelly hinter den Mauern deiner Anstalt verschwinden. Na gut, aber tu nichts Unüberlegtes, ja? Mach keine Dummheiten und lass dich nicht erwischen. Der Kerl braucht nur schlafen. Ein paar Stunden ist er wieder auf den Beinen. Lassen Sie den Arzt und überlassen Sie ihm die Entscheidung. Probleme? Allerdings, dieser Mann hier ist offensichtlich krank. Er gehört meiner Ansicht nach umgehend in ärztliche Behandlung. Machen Sie bloß keinen Aufstand, Castillo. Roy Beaufort hat mir alles über Sie erzählt. Sind Sie etwa auch ein Verwandter? Unsere Verhaftung war illegal. Ich durfte nicht mal telefonieren. Geben Sie mir 5 Minuten, dann spreche ich mit meinem Boss. Und er ist zufälligerweise der Polizeichef von Santa Barbara, Kalifornien. Was meinen Sie, wie viele kaputte Polizisten schon bei uns waren? Für uns spielt es keine Rolle, wer oder was Sie früher mal waren. Hier in Louisiana sind Sie ein Verbrecher. Und Sie werden für das, was Sie getan haben, entsetzlich teuer bezahlen. Hören Sie, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wir haben kein Verbrechen begangen. Heißt das, ich bin ein Lügner? Ich sehe schon, Sie sind nicht ein Lügner. Tja, mein lieber Junge, in meinem Gefängnis wird nicht widersprochen. Machen Sie keine Schwierigkeiten, sonst endet es böse für Sie, Castillo. Sehen, was ich machen lässt. Das wäre wahnsinnig nett. Wo ist Kelly? Sie ist unten. Und wo warst du? Wieso? Ich habe dich gesucht. Ich bin im Garten gewesen. Was ist das? Das wollte ich dich gerade fragen, Robert. Ich habe etwas zum Schreiben gesucht und dabei habe ich das gefunden. Hast du vor, nach Europa zu fahren? Ich dachte mir, es würde Kelly gut tun, mal etwas Abstand zu gewinnen. Abstand? Wovon? Von der Therapie? Du kannst sie in ihrem Zustand nicht aus der vertrauten Umgebung lösen. Du solltest Kelly lediglich pflegen. Das war der einzige Grund, warum du bei uns einziehen solltest. Der Sinn war nicht, dass du uns herumschubst und unsere Schreibtische durchwühlst. Gibt es Gründe, warum ich das hier nicht hätte sehen sollen? Nein. Was ist mit dir? Warst du schon immer so misstrauisch? Nur wenn mir irgendjemand anders zum Misstrauen gegeben hat. Ich weiß, du legst ziemlich hartnäckige Vorbehalte gegen mich. Aber sollten wir das alles nicht um Kellys Willen vergessen? Ja. Ich versuch's. Du hast dich für die Therapie eingesetzt. Du hast eingewilligt, dass ich Kelly zuliebe bleiben soll. Ich gebe zu, ich war darüber genauso erstaunt wie Sie. Es war dein Vorschlag, dass wir zusammenarbeiten müssten. Kelly soll wieder gesund werden. Dafür tue ich alles. Dafür tust du alles? Ja. Robert,
Dr. Jameson sagte, Ihre Lähmung hinge unter Umständen mit emotionalen Problemen zwischen euch zusammen. Ja, aber vielleicht auch mit den Schwierigkeiten zwischen euch beiden. Was auch immer der Grund ist, ich glaube nicht, dass Ihr Aufregung gut tut. Ich denke, wir sollten möglichst jede Art von Stress vermeiden. Ja, ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Weißt du, Dr. Jameson hatte davon gesprochen, notfalls ein Sedativum zu verschreiben, aber Kelly schien nicht allzu begeistert. Ich habe einen Kräutertee für Sie besorgt. Er hat auch eine beruhigende Wirkung. Ich werde ihr eine Tasse zubereiten. Vielleicht fühlt sie sich dann besser. Ja. Ihnen, ich finde es sehr schön, dass du uns hilfst. Vielen Dank für deine Mühe. Es ist sicher nicht einfach für dich. Nein. Das ist es wohl für keinen von uns. Sofort klären. Was denkst du dir eigentlich dabei? Du platzt hier rein und reißt das Spiel an. Jawohl, es ging immerhin um meine Wasserrechte. Ich war drauf und dran, die Partie für uns zu gewinnen. Oh, als blutigen Anfänger würde ich mich auch nicht bezeichnen. Darum geht es nicht. Dir verschafft ein Sieg über sich sie persönliche Befriedigung. Ich spiele dagegen sowohl von Lincoln und Augusta. Herrgott, solange wir ihn besiegen, kommt es doch wohl nicht darauf an, wer von uns ihm den Stoß versetzt. Und wer kümmert sich schon um die Motive? Ich, Mutter, ich. Jahrelang hast du mir eingebürgt, ich solle Verantwortung übernehmen. Jetzt bin ich endlich verantwortungsbewusst. Da kommst du mir in die Quere. Das stimmt. Ich werde dir mal etwas sagen, Mutter. In Wahrheit wolltest du verhindern, dass ich dieses Spiel gewinne. Ich wollte verhindern, dass du verlierst, was gewöhnlich der Fall ist. Das hätten wir uns nämlich nicht leisten können. Diesmal hätte ich nicht verloren. Verdammt nochmal, ich setze mich jetzt wieder an den Tisch und bring das Spiel zu Ende. Kommt ja gar nicht in Frage. Was ich anfange, führe ich auch zu Ende. Was ich anfange, meinst du wohl? Du hast meine Wasserrechte leichtfertig aufs Spiel gesetzt, ohne mich um Erlaubnis zu bitten. Das war überflüssig. Du hast mir noch nie was erlaubt. Ich wusste, warum. Entschuldige mich, gütigst. Ich muss jetzt spielen. Du spielst nicht. Ich verbiete es. Das ist der Herr. Leg dich bitte nicht mit mir an. Mutter, das genau das habe ich jetzt vor. Sie hat nicht gekniffen und die Lokalität durch die Hintertür verlassen. Keineswegs. Sie ist nur etwas müde. Sie hat mich gebeten, die letzte Runde zu spielen. So? Ja, wir meinen, der Ernst der Situation erfordert einen besseren Spieler. Mir ist es egal, wer spielt. Ihre Seite verliert ja sowieso. Also, fangen wir an. Ich kenne einen, der im Krankenhaus arbeitet. Den frage ich mal, ob er ein bisschen Penicillin für mich abzweigt. Aber das ist, nicht ungefährlich. Das wird ganz schön teuer. Verstehe. Im Augenblick habe ich mir leider nichts, womit ich dich bezahlen könnte. Naja, die Kerle haben uns bei unserer Einlieferung alles abgenommen. Wir verfügen über keine Bank. Das habe ich gern. Spaß auf der Brust, aber andere einspannen wollen. Früher oder später werde ich mich bei dir revanchieren. Das verspreche ich. Tut mir leid, Mann. Nur gegen Bar und Vorauszahlung. Sieht so aus, als müsste dein Freund so lange krank bleiben, bis du Geld aufteilst. Ich wurde nicht klar genug ausgedrückt. Ich bezahle meine Schulden. Meinem Freund geht es sehr schlecht. Ohne Medikamente ist er verloren. Wenn du das Zeug für mich besorgst, dann werde ich eine Möglichkeit finden, es zu bezahlen. Lässt du mich im Stich, werde ich dich töten. Kapiert? Oh, kapiert. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sehr schön. Das vergesse ich dir nie. Danke. Warum
gesagt hast. Vielleicht tue ich es für Kelly. Ich habe sie nie als sehr gemacht. Und ich mag sie eigentlich jetzt auch nicht besonders. Aber sie sind mittlerweile Teil meines Familienlebens geworden. Auch wenn es mir nicht passt. Ich will verdammt sein, wenn ich sie hier sterben lasse. Die Verkäufer im Reformhaus schwören auf den Tee. Sie sagen, er wirkt sehr entspannt. Danke. Robert erwähnte vorhin, dass er vorhätte, eine Reise nach Griechenland mit dir zu machen. Ja, das stimmt. Und, hast du Lust dazu? Ich weiß nicht, warum. Ich bin nicht ganz sicher, ob so eine Reise vernünftig wäre. Jetzt schon. Ihn, Dr. Jameson hat dich meines Wissens nicht mit meiner Behandlung betraut, oder? Wenn ich mit Robert zusammen irgendwohin verreisen möchte, gut, dann verreisen wir eben. Das habe ich zu entscheiden, nicht du. Warum bist du gleich so aggressiv? Ich habe das nicht gesagt, um dich zu ärgern. Ich bin um dich besorgt, sonst wäre ich doch kaum hier, oder? Vielleicht wegen Robert. Du kannst es nicht lassen. Warum unterstellst du mir, ich sei hinter Robert her, wenn du genau weißt, dass das nicht wahr ist? Dafür könnte ich viele gute Gründe aufzählen. Aber die kennst du alle. Über das Thema haben wir schon tausendmal gesprochen. Wie überzeuge ich dich nur davon, dass ich hier bin, weil ich dich liebe? Fünf Karten für jeden. Straight Poker. Ganz normal. Fein, das ist mir recht. Das möchte ich Ihnen geraten haben, denn so wird gespielt. Wie meine Karten sind und leider, das kann sie wohl kaum sehen. Also warum machen Sie hier so einen Aufstand? Weiter. So, Karten auf den Tisch. Zuerst mal, ich habe ein zauberhaftes Full House. Nicht jetzt, Mutter. Bleib, wo du bist. Fehlanzeige. Dabei hatten ja alle von Robert abgeraten. Naja, vielleicht wollte sie ja bloß ihn verärgern. Ihretwegen kommen die beiden nicht mehr sehr gut miteinander zurecht. Aber vielleicht haben sie das gewollt. Sie glauben mir noch immer nicht, dass ich Kelly liebe. Der Gedanke, sie könnten jemanden lieben, übersteigt meine Vorstellung. Das müssen Sie mir beweisen, um mich zu überzeugen. Ihnen muss ich überhaupt nichts beweisen. Nur auf Kellys Meinung kommt es an. Zweifellos. Ich
bin mal gespannt, ob Sie es hier beweisen können. Hallo. Ja, wie sieht's aus? Die werden euch hier für echte Bücherwürmer halten. Ja? Was hast du mitgebracht? Yeah, tolles Buch. Das ist genau das Richtige für deinen Freund. Aber nicht vergessen, es gibt nichts umsonst, klar? Ich bezahle, du kannst dich drauf verlassen. Das hoffe ich für dich. Was ist denn los, da? Was haben Sie denn da, Castillo? Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Eine einmalige Stimme. Ein außergewöhnlicher Mann. A. Martinez, der Cruz Castillo aus der Erfolgsserie California Clown. RTL präsentiert sein Debütalbum Fragrance and Thought. Mit einfühlsamen Pop-Songs. A. Martinez, das Album jetzt überall im Handel. Na? Robert, wo warst du? Oben, sag mal, was ich getan habe. Eins der Schlafzimmer ist jetzt mein Büro. Nun kann ich arbeiten und bei dir sein. Oh, wunderbar, Liebling. Das ist aber schön. Finde ich auch. So bin ich fast ständig mit dir zusammen. Kali, du sahst ein bisschen kümmert aus. Möchtest du mir nicht anvertrauen, was dich bedrückt? Ist. Hat es mit dem Dale zu tun? Nein, das nicht. Wenn dir irgendetwas Sorgen bereitet, Liebling, dann solltest du darüber reden. Es ist nicht gut für deine Verfassung, wenn du sie dir verschließt. Robert, ich weiß auch nicht. Ich habe mir nicht das Gefühl, ich rede durch. Ach, das ist doch Unsinn. Du stehst unter enormem Druck. Da spielt die Fantasie einen Streich. Robert, hör zu. Als ich vorhin zu meinem Bild drüber geschaut habe, sah es aus wie ihn. Oh mein Gott, es war ihm, wie sie leibt und lebt. Es war ihm, ich schwöre es dir. Ich schwöre, mein Gott, ob ich mal von sich hatte, was meinst du? Nein, sieh mal, Kelly, dafür kann es viele Gründe geben. Das Licht, die Medikamente, die du schluckst, das erbricht dir nicht den Kopf deswegen. Konzentrier dich bloß darauf, wieder gesund zu werden und laufen zu lernen. Das ist im Augenblick das Allerwichtigste. Gib dir einen Ruck, dann schaffst du es auch. Inzwischen werde ich meinen Teil dazu beitragen. Was hast du? Nun, ich helfe dir bei deiner Therapie und sag dir, wie sehr ich dich liebe. Apropos Therapie, der Doktor müsste jeden Moment auftauchen. Und ich muss arbeiten. Wir sehen uns also nach dem Essen, okay? Oder zum Essen? Letzteres. Schön, zum Essen. Bis dann. Und keine trüben Gedanken, verstanden? Schon. Um an unser Wasser heranzukommen,
müssen wir anscheinend auf CCs Anwesen buchen. Was? Aber das gestattet er uns nie. Warum müssen wir auf sein Dorf? Unter unserem Land scheint sich eine Granitschicht zu befinden, die so dick und massiv ist, dass man nur mit Hilfe einer Atomexplosion hindurchkommen kann. Sind Sie sich wirklich absolut sicher? Ich fürchte ja, Mrs. Lockridge. Na gut, ich lasse dann von mir hören. Herrgott, Mutter, warum hast du das nicht vorher prüfen lassen? Der Anspruch gegenüber Sie bedeutet gar nichts, solange wir an das Zeug nicht dran. Das ist gemein, einfach gemein. Lasst uns nach Hause fahren. Mir fallen die Augen zu. Ja, fahrt ihr beide ruhig. Ich lasse mich von Amado ab. Wir bringen dich nach Hause. Du musst nein, ich möchte gerne noch ein paar Minuten hierbleiben und zwar allein. Ich muss nachdenken. Na gut, ich melde mich. Mach's gut. Würden Sie mir bitte ein Telefon bringen? Ja, hier ist Mrs. Lockridge. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Gut. Wir haben doch bei jener Gelegenheit von einer Art Ermittlung gesprochen. Ich denke, es wird jetzt langsam Zeit, dass wir unseren Plan ausführen. Wieso denn? Du bist nicht mehr du selbst. Du wirst Robert immer ähnlicher. Anfangs
sowas wie eine billige Imitation. Na schön, wenn du mich glauben kannst. Wir müssen unsere Strategie neu planen. Mit der bisherigen kommen wir nicht weiter. Das habe ich doch schon irgendwo gehört. Ich möchte, dass unsere Investition nicht umsonst war. Die Zeit, das Geld und die Mühe. Ich habe dabei unser beider Wohl im Auge. Würdest du das bitte nicht vergessen? Und wie lautet dein neuer umwerfender Plan? Lass mir etwas Zeit, dann wirst du es schon sehen. Das ist nicht fair, wir sind Partner. Dann benimm dich entsprechend. Hör auf, ich kann es nicht leiden, dass du immer so redest wie Robert. Ob ich wie Robert rede oder wie Quinn spielt überhaupt keine Rolle. Du hörst mir ja sowieso nicht zu. Unser ganzes Vorhaben könnte fehlschlagen. Wir haben Beziehungskrisen gerade noch gefehlt. Mir reicht's. Quinn, sei bitte nicht sauer. Komm her. Vertrauen zu mir haben, weiter nichts. Komm, eins im Abschied. Das ist meine Flehe. Leider muss ich wieder runtergehen. Ich sehe später nochmal rein, okay?